Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ecstasy Annie. Ich habe eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Creeper scheinen in der Nähe von den Viechern hier nicht zu explodieren. Also ich meine damit die Dorfbewohner. Dafür habe ich gerade einen brennen sehen, auch nicht schlecht. So. Das ist, wenn wir uns jetzt Schafe schlachten, besorgen, nicht? Komm, leck mich, das kann ich nicht mehr ernst sein. Könnt ihr euch mal um die Viecher kümmern? Danke. Wieso gehen die hier alle nicht drauf? Es ist Tag, verschwindet. Seid ihr nicht willkommen, nur damit ihr es wisst. Du auch nicht. Du bist ganz besonders. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Jetzt stirb doch mal endlich, Junior! Hau! Du bist auf der Stelle, jetzt hau dich! Okay, so kann man die Viecher auch aus dem Weg räumen. Ja, dass ihr denkt, dass mich das jetzt juckt. Ja, müsste auch ganz sein. Eine weitere Folge edukatives Let's Play mit eurem X-Zane. Ich freue mich, euch wieder zu begrüßen. Da, Sterbenknochen. Knochen, halt. Machen wir die immer die Nase finden. Die brauche ich jetzt ja. So, hier war ich, genau. Gut, dass ich den ganzen Mist abgelagert habe vorher. Das nenne ich Planung. So. Ja, danke, das war klar. So. Dankeschön. Ein bisschen Stein wäre jetzt nicht schlecht, wenn ich. Gut, dass ich die Geräuschkulisse gedämpft habe. Ich weiß, das wollt ihr alles gar nicht sehen, ist mir aber ziemlich egal. So, Ruhe. Schön, das wollte ich bloß sicherstellen. Betreten verboten könnte ich noch, na egal. Quatsch, haben wir jetzt keine. Ja, ihr, selbst wenn ihr euch ein Monster mal kümmern würdet und ihr Mühe macht. Seid ein blöden Viecher hier. Tja, Erfahrungspunkte, wer könnte hier wohl gestorben sein? Hm, und wer wohnt hier? Wow, hier ist mein neues Lagerhaus. Ich bin nicht der Ikea. So. Kinderprogramme. Wirklich toll. Das hier ist Klaus Dietrich. Klaus Dietrich hat einen großen Traum. Denn Klaus Dietrich wäre wahnsinnig gerne Let's Player. Aber Klaus Dietrich ist Querschnittskind. Das ist blöd. So. Ist das komisch? Nein? Warum sollte das nicht komisch sein? Wer sagt denn bitte, dass wir über Behinderte keine Witze machen dürfen? Sollen wir die so weit ausgrenzen, dass sie jetzt noch nicht mal mehr Teil des Humors sind? Ich glaube ja wohl eher nicht. So. Immer schön drauf, ne? Ja, Pflanzen, haben wir schon den klauen. Ich sollte öfter in der Nähe von Dörfern spawnen, ehrlich. Weißt du, weil es zu viel abgesattelt, das war noch nicht voll ausgewachsen. Wen interessiert das? So. Es geht mir echt auf den Keks hier. Das ist unglaublich. Wo hatte ich denn jetzt die Schafe gesehen? Ich bin da voll orientierungslos. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind. Ja, sie denkt, ihr kommt hier ungeschoren davon. Ungeschoren? Wortwitz. Komisch. Ach ja. Hallo. Tut mir leid, ich könnte euch natürlich auch scheren, aber da müsste ich eine Schere zu haben. Das heißt viel, viel Arbeit. Deshalb schlachte ich euch, dann habe ich Wolle. Bin ich unmenschlich? Ich. Ist gefährlich, ja. Nehme ich da mal ein bisschen Sand mit hier. Ich werde sowieso mein eigenes Haus bauen, von daher.
kann ich etwas Sand gebrauchen für... Ding, 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 ding. Genau, Sandfußboden. Nein, für Glas. Ich könnte direkt hier drunter was bauen, hä? Brauche ich die Mine unter dem Dorf? Und dann bricht das ganze Dorf zusammen. Nein, das ist keine Bibliothek. Hört auf damit. Oh doch, da gibt es zwei Bibliotheken sogar. Sag mal, vielleicht wirst du hier durchs Dorf stolzieren, oder? Hä? Ich glaube, ihr hackt. Hackfleisch, bitte. Komisch. Ja. Ich laufe ja richtig zur Hochform auf. Beni, Vidi. Und ich traute meinen Augen nicht. Hier könnte auch noch ein Feld sein. Bruder, bau ein Feld hier hin. 9x4 Fuß groß soll es sein. Ich habe ein Schwert. Guck mal, ich brauche dir gar nicht dich angreifen. Ich schubse dich einfach runter in den Abgrund. Vielleicht soll ich hier wirklich ein Loch im Boden bauen und dann nochmal reinschubsen, wenn sie mich nerven. Nein, das ist nicht ihr habt einfach keinen Humor, YouTube. Menschen quälen kann auch komisch sein. Ihr versteht das nur noch nicht. So weit seid ihr noch nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht nur das Holz aus, genau wo ich Bett bauen will. So. Wie machen wir weiter? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche einen Ofen, dafür brauche ich Stein. Da. Da. Ruhe da draußen. So, das ist mal den. Dann mal den hier, weil wir es können. So, Maria. Wenn ihr denkt, dass ich das rausschneide. Nur weil ihr ein bisschen rumjammern wollt. Habt ihr euch. So, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt in den Augen. Na gut, machen wir noch ein frisches Brot. Seht ihr, ich brauche das Brot noch nicht mal im Ofen backen. Ich frage mich, wie viele Updates das Minecraft braucht, bis die mal auf die Idee kommen, dass man Brot im Ofen backen kann. Wahrscheinlich müssen sie da erst Teig für einführen. Keine Ahnung. Das ist mal Kreativität. Ja, da decke ich nämlich das Dach dann aus damit. Ich dachte, hier will dann mit Schafen füttern oder sowas. Quatsch, hier will ich das hin. So, noch mal. Das sind doch alles kleine Lagerfels hier, diese Kritiker im Hintergrund. So, Ruhe. Ich brauche immer noch Steine, oder? Ja, klar. Es sind keine inzwischen in meinem Inventar gewachsen, habe ich festgestellt. Tja. Was tun? Ich würde sagen, dann besorgen wir uns jetzt erstmal welche. Steine und ich nehme eine Axt und baue die Bäume zu. Noch irgendwelche Fragen, YouTube? Oh, ich muss hier überall Zäune bauen. Schneide ich das raus? Ach was, das gönne ich euch nochmal. So, ihr könnt euch auch mal ein bisschen quälfilmen davon. Das mit anzusehen. Wo war ich eigentlich stehen geblieben bei welchem Punkt? Ach ja, der kleine Klaus Dietrich und seine Behinderung. Nö, ich finde man kann... Oh, Kohle. Man kann schon ein paar Witze darüber machen. Weil die haben es schwer genug im Leben, warum sollen sie nicht auch mal über sich lachen können? Oder? Bist du querschnittsgelähmt? Findest du Witz darüber komisch? Dann schreib's mal in die Kommentare. Nein, lass mal das. Bin ich zynisch? Ich weiß ja nicht mal, was das heißt. Zieh mit diesem Sarkismus oder was das heißt. So, und während ich im Hintergrund schon wieder bemerkt habe, dass die Mass Effect Folge Teil 220 schon wieder abgestürzt ist beim Rendern und ich wahrscheinlich gleich mit einem Schuh nach meinem Rechner werfen werde. Spannend, oder? Einfach so. Just because we can. Ich könnte natürlich eine Mine reinbauen oder so, aber interessiert mich jetzt gerade alles noch nicht sonderlich. Eins nach dem anderen. Das macht Spaß, oder? Ihr hofft natürlich, dass dahinter kein Stück Kohle mehr ist. Oh, ihr werdet enttäuscht. Im letzten ist wieder Kohle, mal rein.
Seht ihr eigentlich noch was? Ich habe keine Ahnung. Okay, habt Glück gehabt. Jetzt ist es. Und jetzt wird es wieder dunkel. Und wir pflanzen die Bäume gleich mal neben mein Haus. I like to move it, move it. Hey, ho, hey, ho. Das ist der Minecraft-Dubstep-Remix. Bam, 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 bam. Oh Gott, ich habe mein Haus verloren. Ich muss was bauen, damit ich das auch aus der Entfernung erkenne hier. Was wollt denn ihr schon wieder? Macht euch, geht weg, geht in euer Zuhause. Baut euch eins. Ach, leck mich da. So. Wir haben Kohle. Und kein Stück Stein. Bin in die Klasse. So macht man das, wenn man Profi ist. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich kann es, einfach mal. Geh weg von der Tür hier. Weg, weg, hab ich gesagt. Meine Güte doch. Kleine Larve. Oh, da, ja, das sehe ich. Ich kenne da viel Kreativität. Geh Ruhe. Wie will ich denn da schlafen? Geht weg, so war mein Bett. Ich. Da springe ich eben ins Bett. Gute Nacht. Schaut mir gefälligst nicht zu, wie ich schlafe. Oh Gott, ich habe ein Sektendorf gefunden. Die Weizenkindersekte habe ich beim letzten Mal gefunden. Das brauchen wir diesmal für den Begriff. Oh, was zu futtern haben wir jetzt auch fürs Erste. Und Schilder, die ich jetzt auch nicht brauche. Ich brauche immer noch Steine. Geht Ruhe. Danke. Seht ihr, wenn ich schlafen gehe, während die Monster... Dann spawnen die nichts, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich frag euch. Ihr seid da gefragt, ne? Wenn ich es einmal im Leben war. So. Oh ja, ich muss in dieser Staffel viel mehr über mein Publikum herziehen, sonst fehlt mir was. Also, das geht ja so gar nicht hier. Ihr kommt hier ständig davon. So, wollen wir hier wieder eine Mauer ausräumen? Ne? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin offen für Vorschläge diesmal. Und da wir hier einen wunderbaren Ort zum Spawnen gefunden haben, lohnt sich das auch mal. Ob die Folgen noch vor Mass Effect 2 rauskommen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich mich bemühe. Eher nicht, ne? Oh, geht mir doch mal die Keks jetzt, ja. So falsch, so rum. Einfach, weil ich schneller abbauen will. Danke. Die verbrauchen wir jetzt erstmal alle. Ich brauche Steine. Steinfeld. Na, schön war's. Ich könnte die hier schon mal mit dem Eingang zum Tunnel anfangen oder so, aber kreativ und strukturiert denken, das sind so Dinge, vor denen habe ich keine Ahnung. Oder Finanzkrise oder Pädagogik. Publikum unterhalten oder Ton ausrichten. Alles Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Ihr fragt euch, wovon ich Ahnung habe? Schreibt es in die Kommentare. Ihr werdet es besser wissen als ich. Ihr wisst doch, das Publikum weiß es immer besser. Das kennen wir doch schon, Leute, oder? Klar seid ihr genauso. Ihr denkt auch, ihr wisst alles besser. So sind Menschen nun mal. Oh ja, da kommt wieder der abfällige Tonfall hervor. Endlich. Ich habe ihn schon richtig vermisst, den Mass Effect 2. Unterdrücke ich ihn ja immer. Hör mal. Oder bauen wir gleich eine riesengroße Steinmauer um das ganze Dorf rum? Ab und zu mal einen Zaun dazu. Dann gibt es nämlich auch Ruhe. Frames konstant, wenn ich Steine baue. Wir werden jetzt nur noch Steine bauen. Abkloppen hier in der Season. Muss ich euch jetzt mal so sagen, wie es ist. Das scheint sich richtig zu lohnen. Ich werde den Berg einfach von unten aus abtragen. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es in die Kommentare. Ich brauche viel mehr Kohle. Kann man aus Kohleblocks jetzt Holzkohle? Ah ne, das Holzkohle braucht man aus Holz für, ne? Was für eine Weisheit. Also ich bin ja geneigt, aus gebrannten, also aus dem hier Stein, das zu machen und nicht aus Steinziegeln, weil ein Haus, weil das sieht irgendwie schöner aus. Jetzt habe ich extra eine Mauer stehen lassen und dann reiße ich sie wieder aus. Klasse. Das ist Exen. Der Exen-Effekt. Ach ja, wo wir gerade da sind. Der Verrückte des Verhalten von ist wieder am Start. Das habe ich schon ewig nicht mehr gesagt, glaube ich. Und ich weiß, ihr als meine Fans vermisst das doch regelrecht. Also
Also alle beide. Und ich glaube, den Spruch werde ich auch noch machen, wenn ich 1 Million Abonnenten habe. 1 Million Abonnenten. Erstmal auf 10 kommen, würde ich sagen. So. Was meint ihr? Schaffe ich die 100 Abonnenten in einem Jahr? Wir werden es sehen. Ganz, ganz große Ziele, ja. Ich sollte mir auf Social Networking umsteigen, wa? Nee. Oh, wo kommen wir denn da hin? Haben wir uns schon durch die Welt durchgekramt? Sind wir in China? Sonne noch? Oder geht sie auf? Ich habe keine Ahnung. Kohle, Kohle, Kohle. Nein, Schluss. Keine Copyright-Sprüche von Kronk. Wenn ich in diese Folge Featuring Kronk nenne, habe ich wahrscheinlich 1000 Zuschauer mehr, oder? Man müsste das gagweise mal machen, aber dann kriegt man ja kleine drüber gezogen für. So, nicht, dass mich das stürme. Strike, you're out. Dein Channel ist geschlossen. Grober Unfug. Wenn grober Unfug oder das die Abwesenheit von vernünftigen Benehmen Maßstab dafür wäre, dass es YouTube-Channels gäbe, dann gäbe es YouTube gar nicht mehr. Das stimmt immer noch überall, oder? Doch, natürlich. Ja, da unten Spawn Monster ist schon klar, habe ich gehört. Boah, ich habe die Musik auf 10% gestellt. Könnt ihr das mal jetzt? Gibt nichts Nervtötendes als diese Musik hier. Guck mal, da ist ein Baum gespawnt. Ist genau falsch. Geh weg. Du auch, nehme ich an. Ja, klar. Ist jetzt richtig Tag geworden, ich habe keine Ahnung. Steine haben wir ja erstmal fürs Erste. Zwar nicht genug, um schon groß was draus zu machen, aber für den Anfang kam halt was. So, das dämliche Holzwerkzeug will hier loswerden. Er muss da in der Höhle, die wir gerade gebaut haben, spawnen sein. Das ist doch lecker. Oder der hat sich irgendwo. Oder hat sich irgendwo versteckt? Doch nie wieder so eine Bäume. Ich hasse die Dinger. Ich kletter da jetzt nur, um einen Baum auszuhöhlen. Ich brauche dringend Feuerzeug, ehrlich. Dann hat sich das Problem nicht erledigt. Der Liberalen. Ach ja, so. Was? Wie sieht das hier aus? Das muss echt neu gemacht werden. Das geht so nicht. Was? Wer? Was? Warum? Was haltest du jetzt? Wolltest du mir was sagen? Du hast Kekse? Okay, ich hab's verstanden. Du bleibst am Leben, der hat Kekse. Also ihr bald einmal die Schnauze halten hier. Was ist das? Seit wann wächst das Gras hoch? Was ist denn das hier überhaupt? Egal. Leute, ja. Ihr steht mir echt im Weg rum, Leute. Ich werde hier drin aber genug liegen. So, brauche ich auch nicht.
können wir noch gebrauchen. Natürlich das Wichtigste von allem. Eine Rüstung wäre nicht schlecht. Ich in Rüstung, das war noch nie eine gute Sache. Dann lassen wir nicht standen. So, was machen wir hier für eine Hübsch-Deko? Da muss ich jetzt mal angestrengt nachdenken. Ich würde sagen, wir schauen uns an, dass die Nacht vorbeigeht und machen dann weiter in einer weiteren Folge. Was haltet ihr davon? Ihr habt wirklich von gar nicht eine Meinung, oder? Huldigt eurem Führer. Moment, der Führer steht oben und ihr unten, ja. Deinen Namen merke ich mir. Muss man hier weggucken. So nicht mit mir hier von wegen Indoktrin. Ja, egal. Das ist Insubordination. So, jetzt habe ich natürlich die Steine alle davon, okay. Okay, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ecstasy, A-N-E. X-E-N.